Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 halbe Tage. Beim letzten Mal haben wir Sykes verprügelt und die Organisation verlassen. Und heute wollen wir mal schauen, ob jemand oben auf dem Uhrturm ist. Könnte ja sein. Jetzt sitzt auf jeden Fall ein Rucksack drauf. Das ist eine gute Frage. Hey Shion, setz dich, nimm dir ein Eis. Shion. Hast mir sogar eins mitgebracht, das ist aber nett. Thank you. Ach, die immer von Eis abbeißen müssen. Roxas, I'm out of time. Zeit ist abgelaufen. Zeit wofür? Eis geschmolzen. Oh mein Gott, wie sieht sie jetzt aus? Even if I'm not ready, I have to make this choice. Okay. You have poured so many memories into me. Given me so much that I feel like I'm about to overflow. Look at me, Roxas. Who do you see? If you see somebody else's face, a boy's face, then that means I'm almost ready. This puppet will have to play her part. Roxas? Ugh. This is him. It's Sora. Es ist verwirrend, Sora mit Frauenstimme zu sehen. Außerdem hat sich gerade auch das Modell geändert. Seit sie die Kapuze abgezogen hat, weil als sie sich hingesetzt hat, hat sie die noch die Schuhe mit Heels an. Und jetzt, wie sie da gelaufen ist, hat sie tatsächlich normale Schuhe an. Schön, dass sie die Schuhe mittransformiert haben. Das ist aber nicht mehr so ganz Sora. Ich meine, ist nah dran, ne? Aber Sora hat ähnliche Kräfte der Dunkelheit. Willkommen im Wunderzimmer. Joa. Da ist jetzt dieses Gerät. Seit wann ist das da? Und wer hat das da hingestellt? Wir waren das ja nicht. Und das sieht jetzt weniger nach Sora aus, so langsam. Besiege Shion. Ja, aber erstmal, weil dieses Spiel so gut designt ist, holen wir uns erstmal ein Einheitsabzeichen ab. So eine gute Idee, einfach in den Bosskampf noch Einheitsabzeichen und Qualabzeichen und so reinzupacken, finde ich gut. Bin ich sehr wenig überzeugt von der Designentscheidung. Ah, du hast mich damit getroffen, das war ja 8 Meter von mir entfernt, das Schwert. Okay. Schweb du mal durch die Gegend, kriegst du mal einen Feuerzauber ins Gesicht. Okay, was hast du vor? Wieder einfach nur in die Luft steigen. Okay, und dann nach unten stoßen scheinbar. Okay, jetzt mal hier ein paar Kombos ab. Was hast du jetzt vor? Oh, schön, dass es Blocken so gut hilft. Okay, du steigst wieder in die Luft hoch, dann kriegst du jetzt noch eine Combo ab. Dann kriegst du noch eine Combo ab und bist fast erledigt. Da kommt Shion, hier hast du noch einen Feuerzauber, was hältst du davon? Nicht viel. Aha, Shion erledigt. Er hat bestimmt nur die eine Form. Eine dunkle Kugel. Kriegen wir jetzt ein zweites Zimmer. Schau mal, kriegen wir ein zweites Zimmer. Willkommen in Halloween Town. Okay, ich habe so das dumpfe Gefühl, wir werden gleich auch noch in die Halle der Lichter kommen. In Agrabah.
Wie gesagt, gut, dass das Blocken so gut funktioniert. Kommt mir das so vor, oder hat diese Phase mehr HP? Ich bin relativ sicher, dass ich da recht hatte und die Phase tatsächlich mehr HP hat als die davor. Okay, was machst du jetzt? Du hast komisch geleuchtet. Okay, das machst du. Dann schätze ich mal, sollten wir davor wegfliegen. Hm, Dinge kommen auf jeden Fall so komisch auf uns zugeflogen, sind aber gerade auch nach einer Weile despawned. Also scheinen nicht ewig zu auf uns zufliegen zu können. Die Teile, aber in komischen Winkel können sie fliegen. Ich hab schon den Rucksack. Treffst du doch bitte. So, jetzt hat es noch zwei Leisten in dieser Phase. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass man die Dinger nicht normal blocken kann. Ich sage relativ. Okay, dann bombardieren wir dich halt auch mal mit Zaubern, wenn du jetzt die ganze Zeit anfängst, nur noch da rumzustehen und Spells zu casten. Wir haben ja noch Elixiere dabei für den Notfall, dass uns mal die Zauber ausgehen sollten. Naja, die setzt so ziemlich immer diesen komischen Magiestab-Attacke ein, wenn man nicht gerade in der Nähe ist, wenn sie... wenn ihre KI sagt, sie muss gerade mal wieder einen neuen Angriff starten. Und jetzt ist auch diese Phase erledigt. Yay, Phase 2. Ruiniert. Was kommt als nächstes? Wo gehen wir jetzt hin? Kommt jetzt schon die Halle der Lichter oder... Gehen wir als nächstes. Ja, hier sind nur schon halbe Lichter, okay. Sind wir doch schon in Agrabah angekommen. Hier haben wir auch schon lange keinen Bosskampf mehr drin gehabt. Schon sehr lang her. Okay, was wird das jetzt? Plötzlich hat er irgendwie mehr Arme, wo überall Schwerter dran sind. Okay. Hat wieder ein paar weniger HP. Darüber will ich mich nicht beklagen. Okay, den ersten Angriff konnte ich immerhin blocken. Ist ja schon mal ein Start. Ja, wie gesagt, ist gut gemacht, die Blockmechanik, wie man sieht. Und irgendwie scheint die verdammt dämliche Hitboxen zu haben, so insgesamt. Dahingehend, dass zwar der erste und zweite Schlag der Kombo mal trifft, aber... Nie der dritte, weil wir von ihren Armen irgendwie wieder abgedrückt werden. Das ist irgendwie keine sinnvollen Hitboxen bei ihr. Schauen wir mal, was Blitz gegen sie macht. Und gut, wenn sie ausweicht, natürlich gar nichts. Und so wollen wir nochmal. Okay, also entweder ist das komisch durch sie durchgegangen oder Blitz tut gerade irgendwie so ziemlich wenig. Feuer tut aber noch was. Ich meine, ein Zauber, der funktioniert. Hey, Eiska funktioniert auch. Au. So, wenn jetzt in das Eiska mit reingesprungen bist, dann heilen wir uns mal wieder schnell. Ja, wir werden irgendwie komisch schon ihren Arm weggedrückt. Die Combo ist gegen sie irgendwie sehr, sehr unglücklich. Von diesem Schlüsselschwert. Einfach keinen einzigen Combo-Finisher treffen. Autsch. Hier ist er nochmal ein Eisgar. Dann hast du hier nochmal ein Feuer und dann müssen wir es halt so erledigen. Weil es halt sonst nicht funktioniert hat. Mit unseren normalen Kombos. Hm, das war Phase 3. Aber es ist ein Kingdom Hearts Spiel. Kommt bestimmt noch mehr. Okay. Jetzt eine dunkle Explosion.
Ja, los, Roxas, rette sie! Fast. Ja, schön, dass du jetzt auch in der Luft laufen kannst. Oder ist das jetzt nur eine Halluzination? Na, so schlimm kann das ja nicht sein. Bestimmt ist gerade eine Perspektive gewesen, oder? Nein, die ist so groß. Okay. Wenn die so groß ist, dann steht sie aber bestimmt auch am Rand der Stage. Ja, Blitz funktioniert. Nicht übermäßig gut, aber immer noch besser als gar nicht. Auch hier werden wir irgendwie von ihren Armen ziemlich weggedrückt, wenn wir nicht direkt in der Mitte vor ihr stehen. Also haben wir keine großartige andere Wahl, als direkt vor sie vorzurennen und Kombos drauf zu spammen erstmal. Okay. Soll also das nächste Mal, wenn sie anfängt zu nicken, darauf achten, dass wir dann tatsächlich von ihr wegkommen. Hier ist nochmal ein Blitz. Okay, das hat funktioniert. 4 Vitas haben wir noch. Na, wir haben auch noch Elixiere dabei. Und das sieht ja doch sehr endbossig aus. Also wäre es da wirklich dann nicht mehr schade drum, wenn wir sich mal Elixiere benutzen würden. Ja, den Schlitzattacken auszuweichen ist irgendwie nicht so richtig schwierig. Horizontale Angriffe und so halt einfach drüber schweben. Und da man halt in der Luft ja stehen bleiben kann und darf. Okay, das war wieder die komische Blitzfähigkeit. Und jetzt fängt sie an, die komischen Tornados in die Mitte zu setzen. Okay, das wird jetzt scheinbar irgendwie das Endlimit, wo sie dieselben Strahlen beschwört, die wir in unserem Endlimit auch beschwören. Also wild durch die Gegend rollen hat zumindest geholfen. Gut, dann wieder mitten rein. So, jetzt kommt wieder das Endlimit von oben geschossen. Ich wüsste nicht, wie man irgendwie vorhersehen soll, wo die Dinger als nächstes erscheinen. Von daher scheint mir wildes Herumrollen die beste Strategie dagegen zu sein. Joa, dann schauen wir wieder, dass wir normal davor kommen. Und hier noch eine Eisgamma rein. Und die Kombo hat gut getroffen. Bin ich stolz auf den guten Rucksack. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Vita. Au, 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 au. Was passiert? Bin mir nicht sicher. Aber ganz viele Dinge passieren auf jeden Fall. Komm, hör mal auf, du komischer Sog. Dann kriegst du nochmal unser Limit ab. Das war unser letztes Vita. Und ich schätze mal, das wird es gewesen sein. Sah doch sehr endphasig aus. Aber wer weiß, es ist Kingdom Hearts. Es können noch 3 weitere Formen kommen. Oh mein Gott, er hat einen Kopfschuss abgekriegt. Gut, dass der Rucksack jetzt einfach da unten steht. Again. It's weird. I feel like I'm forgetting something really important. You'll be better off now, Roxas. Aww. Am I the one who did this to you? No. Was echt krass, wie schnell die Vergessenskräfte noch eingesetzt haben. Instant komplett vergessen, wer Shion überhaupt ist, bevor sie aufgehört hat zu existieren. Das ist irgendwie schon ein bisschen fies.
tu das. Er wird sich freuen, sich an Kairi erinnern zu können. Ja, klar. Okay. Scheinbar hat sie ihren Fokus erfüllt, wenn sie sich jetzt plötzlich in Kristall verwandelt. Jo, ist ja für Ruxa kein Problem, mal eben die in das Organisationsgebäude wieder reinzulaufen und im Kingdom Hearts zu zerstören. Wer warst du noch mal? No. Fion. Who else will I have ice cream with? Oh mein Gott, obwohl er sich nicht an sie erinnern können sollte, hat er sich trotzdem an sie erinnert. Das ist die Macht der Freundschaft. Tja, und dann waren es nur noch zwei Eisesser. Oh. Jetzt hat er wieder Gefühle, die er nicht hat. Das war irgendwie... Eine der beiden Übersetzungen war irgendwie nicht so richtig gut. Ist die Frage, ob die Deutschen mal wieder vom Japanischen übersetzt haben oder nicht. Hey, du hast einen Brief. Was war denn der von Roxas, wie das dazulassen? Hier, du bist ein Sieger. Findet sich die Spitze der Organisation mal wieder zusammen, um meine Stimme zu zerstören. Shion ist Geschichte. Ist wahrscheinlich das Beste. Ist es das? Hol mir meinen Schlüsselschwertträger zurück. Hol mir Roxas. Ja klar. Als er gegangen ist, hat er mir zwar den Hintern versohlt, aber ich hole ihn jetzt zurück. Kein Ding. Sollte nicht so schwer werden. Tag 358. Glaube. Die doppelten Schlüsselschwerter. Ah, und jetzt sind wir auch bei Sterntreu und Memoir. Jetzt schon besser. Ich habe zwei Königsanhängern. Dann können wir jetzt wohl ein paar Schattenschalks verprügeln, schätze ich. Instant stirbt alles mit einem Schlag. Na, schon viel besser so. Würde ich mal fest behaupten. Wenn wir jetzt das nur noch auch tatsächlich so im Spiel benutzen könnten, außerhalb dieser letzten Mission. Joa, dann schauen wir doch mal, wo wir den nächsten Schattenschalke finden. Vermutlich direkt hier. Nein, hier sind keine. Oh, tragisch. Gebt mir mehr Schattenschalke, die ich verprügeln kann. Dankeschön. Wunderbar. Aber, was wird uns am Wolkenkratzer der Erinnerungen erwarten? Ich würde sagen, das erfahren wir erst beim nächsten Mal und machen vorher noch eine kleine Pause hier im Regen. Und sehen uns dann zum großen Finale beim nächsten Mal. Bis dahin. Aloha.